Es ist das erste deutsch-deutsche Duell im höchsten europäischen Vereinswettbewerb. Es wird zudem der erste Sieg einer deutschen Mannschaft in den Top 16. Für ausreichend Motivation in der Partie Alba gegen Bamberg ist also gesorgt. Und von Beginn an ist zu spüren, die Albatrosse in Gelb haben sich was vorgenommen. Nihat Djedovic zur schnellen 10-Punkte-Führung. Auch im zweiten Viertel überzeugt Berlin weiter mit gut herausgespielten Offensivaktionen und setzt die Ausrufezeichen, so wie hier durch Albert Mireilles, der es krachen lässt. Doch anschließend kommen die Brose Baskets durch viel Engagement wieder ins Spiel. Casey Jacobson bläst zur Aufholjagd. Und die Intensität auf Bamberger Seite bleibt hoch. Noch in Halbzeit 1 verkürzt der deutsche Meister auf nur noch einen Punkt Rückstand. Wieder ist es Casey Jacobson mit dem Dreier. Berlin nur mit 10 Punkten im zweiten Viertel. Doch wie schon in Halbzeit 1 verschläft Bamberg den Start in die zweite Hälfte komplett. Berlin hingegen hat Nihat Djedovic, der auch die schwierigsten Würfe trifft. Er mit 20 Punkten Topscorer der Partie. Und weiter spielt nur Alba auf und lässt die Brose Baskets dabei stellenweise wie Statisten aussehen. Wieder ist es Berlins bester Djedovic, der IB findet. Die Fans wittern den Sieg. Denn auch im letzten Viertel schafft es Bamberg nicht mehr anzugreifen. Zu selten gelingen solche herausgespielten Würfe. Und somit ist es Alba, das mit 82:63 gewinnt und sich mit dem ersten Sieg einer deutschen Mannschaft in den Top 16 in die Geschichtsbücher einträgt.